Herzlich willkommen zurück bei A New Beginning Final Cut, so rum. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich weiß gar nicht. Ey, warte mal, geht's ja echt noch weiter? Okay, cool. Ja, wir machen gerade mal weiter mit, ihr wisst schon was. So viele Menschen auf einmal habe ich noch nie gesehen. Komm mit denen reden. Hallo, die Erde sei mit dir. Die was Erde sei mit dir? Tun? Das war ja krank. Na gut. Ich suche einen Weg, auf die Konferenz zu kommen. Wenn du nicht eingeladen bist oder zur Presse gehörst, kommst du da nicht rein. Aber ich muss der Konferenz etwas Wichtiges sagen, wenn sie die Kraftwerklizenzen verlängert. Wird etwas Schlimmes passieren. Das interessiert die doch nicht. Diesen Typen von der Konferenz geht's nur ums Geld. Und dann schieben sie noch diesen Experten, Dr. Braun, vor, von dessen Bericht alles abhängen soll. Den haben sie doch auch gekauft. Und warum steht die denn noch hier, wenn eh schon alles vorher entschieden ist? Wir wollen den Leuten da drin einfach zeigen, wie viele Menschen gegen Atomkraftwerke sind. Vielleicht überlegen sie es sich ja dann doch nochmal. Na, als ob sowas funktioniert. Ich suche einen Weg, auf die Konferenz zu kommen. Wenn du aber ich bin... Wir wollen die vielleicht... Aha. Was haltet ihr von dem Türsteher? Der macht nicht wirklich einen sympathischen Eindruck. Sieht aus wie ein Schlägertyp. Bisher ist er doch relativ ruhig geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Was, ich habe hier heißen Kaffee für dich? Okay. Ich habe hier einen heißen Kaffee für dich. Oh, danke. Das ist aber nett von dir. Kannst du mir dafür dein Megafon kurz ausleihen? Hä? Wozu brauchst du es denn? Naja, um zu Menschen durchzudringen, die nicht zuhören wollen. Das kommt mir bekannt vor. Von mir aus kannst du es haben. Wir haben eh noch ein Ersatzgerät dabei. Sicher ist sicher. Na, wie schön. Dann danke ich mal. Aber bring es wieder zurück, ja? Mach ich, versprochen. Bah, jetzt ruft mich schon wieder Menschen an. So, wir haben... Ja, ich war das denn jetzt eben? Was soll ich jetzt mit dem Mikrofon hier? Megafon. Schreibe dem Typen jetzt ins Ohr. Ach nee. Na was... Was soll ich jetzt mit dem Megafon die Menge anheizen? Ich gebe es später zurück. Ich will nochmal eben mit ihr reden. Das... Hallo. Willst du nicht daschen lassen. Ich suche... Wenn du nicht eingeladen bist... Aber ich muss der Pensidik... Das interessiert... Und dann schieben sie noch diesen... Den haben sie doch... Und warum... Wir wollten... Ah, gut. Nee. Ich muss... Dann bis... Wir gehen nochmal... Genau, wir haben ja schon ein paar Zutaten. Wir haben es doch schon mal geschafft. Ich glaube, den Zucker verlaufen... zu schmelzen. Verlaufen zu lassen. Machen wir nochmal... Dann nur versuchen, ich weiß nicht, ich habe was Messer schon mal abgemacht. Mal drauf da. Jetzt hier mit. Genau. Nicht? Doch, natürlich. Geht doch, verklebtes Messer. Oh. Jetzt ist die Rückseite des Fotos ganz klebrig. Cool. Hä, hey, was soll ich jetzt? Ach so, vielleicht. Hier, klar. Komm, Keule, anschreien. Hallo! Hier spricht Funkcafé. Kannst du mich hören? Soll das ein Scherz sein? Mach das Ding leiser. Wir kommen aus der Zukunft, um den Klimawandel aufzuhalten. Wenn das jemand nicht eingeschüchtert hat. Ihr seid... Ihr wollt was? Ja. Du hast richtig gehört. Wir kommen aus der Zukunft. Wir? Ich sehe nur dich. Wir sind zu zweit hier. Salvador und ich. Und ihr seid wirklich Zeitreisende? Krass, ich dachte, die wären immer nackt, weil Kleidung nicht mittransportiert werden kann und so. Nein, wir konnten zum Glück alles mitnehmen, was wir brauchten, weil wir in einer Zeitkapsel unterwegs waren. Eine Zeitkapsel? Interessant. Und wie funktioniert sowas? Naja, Das ist viel zu kompliziert, um es zu erklären. Na dann lass den langweiligen Teil doch einfach weg und spring gleich zum Spannenden. Unsere Zeitkapsel wurde von einem Svensson angetrieben. Was ist denn das? Der Name des Typen, der das Ding durch die Zeit gezogen hat? Nein, Ben Svensson hat entdeckt, wie man aus Algen Energie erzeugen kann. Nach ihm wurde dann der Generator benannt, der die Zeitkapsel angetrieben hat. Ich fasse zusammen. Ihr habt also eine alternative Energiequelle in eurer Zukunft. Und die ist so stark, dass ihr damit durch die Zeit reisen könnt? Ja. Aber warum seid ihr dann gerade hier und jetzt gelandet? Naja... Wir sind hier, um den Klimawandel aufzuhalten. Ja, das hast du vorher schon gesagt. Aber das ist doch nur Blabla. Ich brauche Details. Ohne Details keine Story. Das Kraftwerk von Indes wird in einer Woche hochgehen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen verhindern, dass es dazu kommt, um die Zukunft der Menschheit zu retten. Unsere Zukunft. Ist das dein Ernst? Hast du dafür Beweise? Ja. Dann zeig sie mir.
Bitte, 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 bitte. Und warum sollte ich das tun? Ich kann diese Story ganz groß rausbringen. Hier, mein Presseausweis. Leif Orgason, das ist mein Name. Aber du darfst mich Oggi nennen. Ich heiße Faye. Können wir jetzt deinen Presseausweis einfach nehmen? Was machst du da? Verstehe, du willst nachprüfen, ob ich wirklich von der Presse bin. Dann nimm den Ausweis ruhig mit. Ich habe mehrere von denen. Aber komm zurück, solange die Story noch heiß ist. Klar. Können wir gleich drauf batschen. So. Ich hoffe, das reicht. Wie süß. Kann man den manchmal irgendwie noch genauer ansehen? Ey, nicht weggehen. Sieht ganz gut aus. Riecht aber komisch. Ist ja auch Zucker drauf. Na gut, dann. Ja, ich hoffe mal, wir kommen so rein. Ich meine, wir sind jetzt nicht gerade so von der Presse. Wir sollten uns vielleicht mal noch irgendwie Ausrüstung schnappen, oder? Mein ja nur. Hier, guck mal. Ist das nicht hübsch? Na? Ich wusste nicht, dass Leif ein Frauenname ist. Das höre ich sehr oft. Aber das Foto, das sind unverkennbar Sie. Trotz dieses seltsamen Gesichtsausdrucks. Was heißt das jetzt? Darf ich rein oder nicht? Oh ja, natürlich. Gehen Sie durch. Ahaha, ich habe es geschafft. Er hat mich ja nur ein paar Wochen gekostet. Habe es einfach mal nicht gespürt. Meine Damen und Herren, die Statistiken sprechen für sich. Was wir hier nicht sehen, ist die Gefahr eines Anstiegs von, Sie finden es in meinem Bericht auf Seite 512, Absatz 5. Den zugehörigen Graphen finden Sie auf, Seite 522, aber Sie haben es ja alles bereits gelesen. Das Wesentliche, also was ich sagen wollte. Ja, vielen Dank, Herr Burkhardt. Ich denke, das genügt uns als Einblick. Ich war noch nicht... Wir werden nun noch einmal Herrn Indes die Gelegenheit geben, zu den Ausführungen des Professors Stellung zu nehmen. Nach einer kurzen Pause folgt das Gutachten des Inspektors der Umweltbehörde, Dr. Braun. Herr Indes, bitte. Indes. Danke für Ihre amüsanten Ausführungen. Aufgrund des fortgeschrittenen Zeitrahmens werde ich mich kurz halten. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Meine Damen und Herren, so ausführlich der Bericht unseres geschätzten Herrn Professors auch war, die Antwort auf die einzig relevante Frage in diesem Zusammenhang ist er uns schuldig geblieben. Die Frage lautet: Wo sind die Alternativen? Es ist nun mal Fakt, dass wir in den besprochenen Staaten mit einer dramatischen Unterversorgung konfrontiert sind. Und wer soll diesen Energiebedarf decken? Meine Kraftwerke sind sicher. Sie sind sauber und sie verursachen deutlich weniger Schadstoffe als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Welche wundersame Zauberenergie sollte diese erprobte, sichere und saubere Technologie ersetzen können? Wer soll sie uns liefern? Ben Svensson. Er kennt eine Methode, Wasserstoff aus Blaualgen zu gewinnen. Sehr gut. Unsere charmante neue Expertin in der Loge mag vielleicht nicht mit dem Protokoll dieser Anhörung vertraut sein, aber sie bringt es auf den Punkt. Es gibt keine ernstzunehmenden Alternativen. Aber die Wasserstoffalge funktioniert. Es gibt keine Technologie, die auch nur in Ansätzen mit der Effizienz meiner Kraftwerke konkurrieren kann. Soweit ich weiß, hat Ben Svensson selbst die Forschung an dieser Technologie aufgegeben. Blicken wir den Tatsachen also ins Auge. Atomkraft von Indus Industries ist der einzig logische Schritt in eine gesicherte Zukunft. Aber... Security. Ich muss Sie bitten, die Veranstaltung nicht länger zu stören. Bei einem weiteren Zwischenruf bin ich leider gezwungen, Sie des Saales zu verweisen. Ich kann nicht glauben, dass ihr diesem Blender Gehör schenkt. Es geht um unseren Planeten. Keine weiteren Störungen. Vielen Dank. Oh mein Gott, kein Wunder. Aber ich muss sagen, war das nicht der, mit dem Ben mal zusammengearbeitet hatte, der auf dem Bild mit drauf war, ganz am Anfang? Naja, wie dem auch sei, wir gehen hier einfach mal weiter. Nö, wo geht man hin? Hier geht's erstmal rein. Oh. Fräulein? Richten Sie doch bitte der Küche aus, dass die Häppchen bald zur Neige gehen, ja? Aber... Kein Aber. Sagen Sie der Küche, Dr. Braun schickt Sie. Ja, der Dr. Braun. Aber ich arbeite nicht für die Küche. Ich dachte, Sie gehören zum Personal, wegen der Uniform. Was führt Sie sonst hierher? Was ist das für ein komischer...
Ich bin von der Presse. Dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich keine Interviews gebe. Alles, was ich zu sagen habe, steht in meinem Bericht. Oder hören Sie doch nachher einfach meinen Vortrag an. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber... Aber was? Tja. Du musst dafür sorgen, dass die Lizenzen nicht verlängert werden. Die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel. Gehören Sie etwa auch zu diesen hysterischen Umweltschützern? Nein, ich... Glauben Sie mir, ich habe meine Arbeit gründlich gemacht. Die von mir geprüften Kraftwerke haben alle Bedingungen erfüllt und sind sicher. Mhm. Gewiss doch. Sicher. Na gut, mit dem können wir gleich nicht nochmal reden. Ach, hier ein Gläschen. Hab mal eingepackt, keine Ahnung, was das ist. Eine Bolo, denke ich mal. Sieht lecker aus. Oh ja, probieren Sie doch auch mal. Oh ja. Ah, guckt sie sich nur an. Willst du mal rausgehen? Frische Luft, da draußen steht noch jemand. Oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Ich frage mich, wie viele Menschen hier wohnen. Hier wohnt doch keiner. Rolltore, Demonstranten. Von hier oben sieht die Menge... Selbst wenn ich rufe, werden die... Ja, aber ich weiß nicht, ob die mich hören. Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Oh Gott. Oh Gott. Reaktoren gehören verboten. Nein, strahlen die Zukunft. Nein, danke. Kein Meiler im Regenwerk. Stopp den Kahlschlag. Was? Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Das hört sich cool an. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Hört mir zu. Ich kann Ihnen ja alles sagen hier. Reaktoren gehören verboten. Reaktoren gehören verboten. Reaktoren gehören verboten. Geh doch runter. Mensch, Mädchen. Reaktoren gehören verboten. Reaktoren gehören verboten! Na schön, die schreien jetzt weiter rum. So ein Musiker, der Musik macht. Er macht das toll. Ich wette, nicht jeder kann so eine Maschine bedienen. Aber ja, hat sie ja recht. Kannst du auch mal was anderes spielen? Scheinbar nicht. Oh Gott, wo geht's hier lang? Hey, kannst du mich hören? Was will der denn? Wie ist dein Status? Ich bin auf der Konferenz. Konnte auch schon mit diesem Dr. Braun sprechen. Dem Experten, auf den hier alle hören. Und was hat er gesagt? Er hat mir nicht richtig zugehört und sich nur für das Essen interessiert. Wie ich es mir dachte. Diese Konferenz ist eine reine Show. Also, wie sieht jetzt dein Plan aus, Faye? Alles sabotieren? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Dann lass mich mit ihm reden. Ich habe da meine ganz eigenen Methoden. Aber dazu musst du mir irgendwie Zugang zum Konferenzgebäude verschaffen. Und zwar so, dass mich der Türsteher dabei nicht sieht. Wieso das? Hinten durch die Garage. Wir haben eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ist ja auch egal. Tatsache ist, du musst einen Weg finden, wie ich unbemerkt ins Gebäude komme. Okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das dauern wird. Oh, Hilfe. Sag ich es nicht? Fahrstuhl. Nach unten? Ah, ich hab's doch geahnt. Garage ist kein Problem. Das funktioniert nur mit einem Schlüssel. Ah, okay. Kartenschloss? Gib mir so eine Karte her. Ohne die richtige Karte tut sich... Ach so. Bekommt man nicht aber immer eine Karte, wenn man reinfährt? So? Das geht leider nicht. Schade. Okay, wir brauchen also einen Schlüssel beziehungsweise noch eine Karte. Gut, dann wissen wir ja schon mal Bescheid. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Ich würde sagen, Toilette. Das kann warten. Von dieser Seite aus... Was ist denn das? Diese stromsparenden Türen sind wirklich praktisch. Ja. Normale Türen. Hier ist ein Mann. Den werden wir erstmal belästigen. Hallo. Die Welt wird bald untergehen. Der Schild. Manche Leute wollen einfach nicht hören. Naja. Saalwache. Halt!
Sie haben hier keinen Zutritt. Wieso das? Nur Konferenzteilnehmer dürfen diesen Bereich betreten. Tut mir leid. Ah, der kennt mich. Wenn mich nicht alles täuscht, dann geht es da auf die Bühne. Na okay. Aber wir schon mal gehen doch mal nach oben. Wow. Hallo, Herr Techniker. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Nur das in der Mitte kommt mir bekannt vor. Keine Ahnung, nur das... Hey, aber warum waren jetzt... Ah, Videorekorder. Wir können das Video reinpacken, wir können das Video reinpacken. Oh mein Gott, wir können das Video reinpacken. Fassen Sie das bloß nicht an, sonst bekomme ich noch Ärger. Wenn Sie die Shots öffnen, kriechen am Ende noch Demonstranten in die Lüftungsschächte. Diese Chaoten sind doch zu allem fähig. Ja. Matur, Autoschlüssel. Oh, der Autoschlüssel. Das sieht ja schon... Finger weg. Und denken Sie nicht mal daran, noch einen Versuch zu starten. Ich habe immer ein Auge auf meine Schlüssel. Merken Sie sich das. Wir müssen den hier also irgendwie wegbekommen. Ich kann von hier aus direkt auf die Bühne sehen. Na gut. Hallo, darf ich dich kurz stören? Es ist. Was machst du hier auf der Konferenz? Ich bin für die Beleuchtung der Konferenzbühne zuständig. Und für das Einspielen von Videos während der Vorträge. Der hat sogar die Garage im Blick. Ich habe die Kameras dort auch schon gesehen. Warum beobachtest du die Demonstranten? Na, weil ich wissen will, was diese Spinner treiben. Dass die in der Nähe der Tiefgarage stehen, gefällt mir überhaupt nicht. Was ist daran so schlimm? Schauen Sie kein Fernsehen? Solche Demos ziehen doch nur meistens Chaoten an, die dann Autos abfackeln. Oh Mann, warum bin ich nur heute nicht mit dem Bus zur Arbeit gekommen? Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt's sonst noch was zu klären? Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Echt? Ach, so sind die doch noch harmlos. Das sehe ich auf einen Blick. Ja. Warum schaust du dir dieses Ding da auf dem Bildschirm an? Ding? Das ist ein 74er Third Tarpon Roadster mit offen liegendem Big Block Kompressor. Der holt 410 Pferdestärken aus dem 12-Zylinder raus. Beeindruckend, nicht? Dadurch beschleunigt mein Baby in 3 Sekunden auf 100 und lässt jeden anderen Wagen in eine Abgaswolke zurück. Denkst du überhaupt mal daran, wie sehr du damit der Umwelt schadest? Wegen so rücksichtslosen Menschen wie dir steuert die Erde auf eine Klimakatastrophe zu. Oh, wusste nicht, dass sie auch zu diesen Öko-Fanatikern gehören. Lassen Sie mich bloß in Ruhe mit diesem Umweltschutzgeschwafel. Und wehe! Ihre Demokollegen da draußen kommen meinen Wagen zu nahe, dann verarbeite ich die eigenhändig zu Straßenbelag. Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt es sonst noch was zu klären? Ich komme später. Wir müssen die Demonstranten irgendwie aufbringen, dann sieht er die, geht vielleicht dahin, dann können wir vielleicht den Autoschlüssel. Na, es weiß noch nichts, Armaturen können wir auch noch angucken, bestimmt. Das muss ich nicht. Lieber nicht. Eine falsche... Ich glaube, dann kann ich vorher noch nicht das Video reinpacken, richtig? Das Video so ohne Kommentar zu zeigen, wird keine große Wirkung. Aber ich behalte die Idee mal im... Ja, genau. Hab ich schon gedacht. Was ist eigentlich mit der Bude hier? Was soll ich eigentlich damit? Wo hab ich das mitgenommen? Okay. Also irgendwie dieses Garagentor öffnen. Mit der Bude. Ach nee, hier geht's nur wieder nach draußen. Reaktoren gehören verboten! Ach cool. Reaktoren gehören verboten! Wir können die ja auch nochmal anders beeinflussen. Vielleicht haben wir einen neuen Spruch drauf. Reaktoren gehören verboten! Hört mir zu! Hört! Ja. Das verstehe ich irgendwie komplett gar nicht. Kein Meiler im Regenwald. Meiler sind das die Dinger, die immer die Bäume fressen, so im Prinzip. Kein Meiler im Regenwald! Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Irgendwas muss ich denen antun. Und dem erstmal. Hier möchtest du eine Bude? Nee. Besser nicht. Schade. Ich will irgendwas mit den Gewürzen machen. Ich will sie irgendwo reinpacken. Ich will ihm ins Ohr schreien, damit er mir zuhört. Nee.
Okay. Hallo. Ah, Sie. Wegen unseres Gesch... Da gibt es nicht... Hören Sie doch einfach nachher meinen... Oder lesen Sie mal... Ja, war mir schon klar, dass der nichts Sinnvolles zu melden hat. Vielleicht doch nochmal in die Garage? Wie kommen wir denn hier rein? Ich bin doch von der Presse, ich darf das. Ich weiß nicht. Der ignoriert uns auch voll und ganz. Hier, möchten Sie was trinken? Das bringt nichts. Möchten Sie was trinken? Nee. Warum kommen wir damit eigentlich nicht nach oben? Guck mal. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Okay. Nein. Eine Garage in der Garage. Was es in dieser Zeit nicht alles gibt. Wo geht's denn hier einfach nur weiter nach oben? Oder steht da sein Auto drinne? Kartenschloss. Versuch's doch mal. Nö. Nee. Wir müssen es doch irgendwie noch demolieren können. Das bringt nicht. Wo hat er denn das Auto stehen? Ich dachte, das würde hier einfach eins von denen sein. Echt nur nach unten. Schild. Sieht aus wie das Zeichen für eine Abstellkammer. Von dieser Seite aus kann ich die Tür... Weiß nicht. Bestimmt nicht. So ein bisschen aufbrechen. Ich weiß nicht. Na gut, dann nicht und wir beenden das Ganze hier, bevor es noch schlimmer wird und sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann!